Läuft das Ding schon? Ja, tatsächlich, beim ersten Versuch. Sehr geil. Einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Wie geht's euch so? Wie ist das Wertebefinden? Läuft hier alles flüssig? Es müsste flüssig laufen. Denke ich mal. Okay. Hallöchen, Hallöle. Hallöle auch zurück an dich, Ophiliek. Ich habe vergessen, den Kamin anzumachen, sehe ich gerade. Das werde ich gleich noch machen für die bessere Atmosphäre. Werde ich den Kamin gleich nochmal anmachen. Hey, wie geht's, Leute? Ich bin heute das erste Mal im Stream. Bin sehr, sehr fleißiger Videogucker. Dann auf jeden Fall danke schon mal dafür. Aber schaffe das eigentlich nie in den Stream wegen der Arbeit. Tobi, danke für deine ganzen Videos. Gerne, gerne. Du hast meine Godzilla-Kaiju-Liebe nochmal ganz anders entfacht. Das freut mich total. Krass, okay, cool. Dann auf jeden Fall willkommen jetzt hier im Stream. Und ja, wenn du es halt mal nicht schaffst wegen der Arbeit oder so, die Streams kannst du auch alle nachholen. Und jetzt sogar, Achtung, kleiner Reveal, der eigentlich erst morgen revealed wird. Also wenn ich das Video für morgen auch wirklich für morgen fertig kriege, werdet ihr im morgigen YouTube-Video erfahren, dass es inzwischen einen dritten Kanal gibt. Ich musste das so machen. Und zwar, es gibt hier einmal den Hauptkanal, wo ich eben meine Videos vor dem Greenscreen aufnehme und dann da Infos droppe oder auch Theorien, die als Spoiler getarnt sind oder ähnliches. Auf diesem Kanal sind die gesamten Reaction-Videos überhaupt nicht angekommen. Das habe ich, glaube ich, schon mal so ein bisschen erklärt, das ganze Thema. Das heißt, du baust dir einen Kanal auf und der Algorithmus findet das alles geil. Du hast so und so viele Aufrufe, und das läuft. Und dann haust du auf einmal ein Gaming-Video raus und die Statistik bei dir, die kracht komplett in den Keller runter. Deswegen habe ich dann damals gesagt, okay, ich mache jetzt einen Reaction-Kanal auf, damit Leute, die wirklich Reactions gucken können oder wollen, sagen können, ich abonniere diesen einen Kanal, den Anon Kaijuverse Reaction-Kanal. Leute, die das eben nicht sehen wollen, die sagen, oh nee, ey, Reactions finde ich total blöd und faul, die müssen da gar nicht reingucken. Die werden aber auch auf dem Hauptkanal keine Reactions mehr sehen. Ich habe letztens aus Versehen eine Reaction auf dem Hauptkanal hochgeladen. Das war eine Katastrophe von den Aufrufen her. Dasselbe Video habe ich danach aber nochmal auf dem Reaction-Kanal hochgeladen, wo es auch eigentlich hingehört. Da hat es funktioniert. Ja, selbes eben auch mit Gaming. Hier steht es jetzt auch schon, genau, es gibt jetzt den Anon Kaijuverse Gaming-Kanal. Das heißt, wir haben jetzt hier drei verschiedene Kategorien. Einmal Anon Kaijuverse, der Hauptkanal, wo eben die ganz normalen Videos hochgeladen werden. Wir haben den Reaction-Kanal, wo die Reactions von Twitch hochgeladen werden. Und jetzt eben auch noch den Gaming-Kanal, wo dann eben Games hochgeladen werden. Das werde ich dann morgen nochmal ein bisschen genauer erklären im nächsten Video, das dann morgen online kommt. Ich hoffe halt, ich schaffe das. Ich habe da heute einfach ein Video aufgenommen zu einer ganz speziellen Thematik. Und das Video ist über eine Stunde 20 lang geworden. Und es ist keine Reaction oder sowas. Das ist ein normales Palaber-Video. Da müssen ein paar Sachen wieder rausgecuttet werden. Mal gucken, was dann da am Ende von übrig bleibt noch. Aber sogar wenn es auf eine halbe Stunde runtergecuttet werden würde, aus irgendwelchen Gründen, wäre das schon ziemlich hart. Ja. Jetzt würde mich mal eine Frage interessieren, die ich dir schon immer mal stellen wollte. Welcher Kaiju neben Godzilla ist dein absoluter Favorit? Ich würde vielleicht sogar Space Godzilla sagen, bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich mag den einfach total von dieser Idee her. Ich weiß noch, wie geflasht ich damals von dem war. Ich gucke ja Godzilla noch gar nicht so lange. Godzilla habe ich erst angefangen, so richtig zu gucken, 2020 oder 19. Auf jeden Fall, als der Trailer zu Godzilla vs. Kong rausgekommen ist. Und ich fand einfach die Idee ganz cool, dass das jetzt wirklich ein Godzilla ist, der aus dem Weltall stammt. Und dann eben noch diese Kristallfähigkeiten. Ich fand den immer ganz geil. Destroyer mögen ja viele von euch da draußen extrem gerne. Der ist mir aber zu krass. Kennt ihr das, wenn irgend so eine Figur zu krass ist und deswegen habt ihr da nicht so einen Bezug dazu? Das ist bei DC Superman. Ist eine coole Figur, ja. Aber der ist mir einfach zu krass, um zu sagen, das ist meine Lieblingsfigur. Genauso wie der Hulk bei Marvel wird niemals meine Lieblingsfigur werden.
Ja, deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich Space Godzilla. Ja, bleibe ich dabei. Wie sieht's bei euch aus? Was ist euer Lieblings-Kaiju aus dem Toho-Universum oder aus dem Monsterverse? Das ist vollkommen wurscht. Sehr schöne Wahl auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, ich liebe Rodan. Vielleicht auch wegen dem Pteranodon-Look. Ja, stimmt. Rodan ist nach einem Pteranodon nachempfunden, glaube ich. Der ist auch cool, aber da war der Auftritt bei King of the Monsters, steinigt mich dafür nicht. Das war mir zu viel. Das war mir zu krass einfach. Der Film ist generell mir viel zu aufgeblasen. Was sagt deine Freundin zum Jurassic Franchise und Monsterverse? Lustigerweise haben wir alle Filme geguckt, zumindest von Jurassic Park. Aber das Interesse war jetzt nicht so da, dass, glaube ich, die Filme komplett hängen geblieben sind. Also ab und zu, da bin ich auch vielleicht einfach zu tief im Thema drin, wenn sie dann kommt und sagt, ach, die Kompis, die waren so süß. Wo waren die nochmal mit dabei in Teil 3? Und ich denke mir, nein. Nein, Teil 1, nein. In Teil 2, das muss man wissen. Man muss das einfach wissen. Na, sie weiß es halt nicht. Aber sie hat jetzt gestern Monopoly bestellt, weil sie gern Monopoly spielt. Und ich habe da hätten ja auch die ganzen Brettspiele mal aufgestellt. Jetzt hat sie da extra ein Dino-Monopoly bestellt. Sie ist da schon ganz in der Thematik irgendwie drin und versucht sich da auch so mit einzubringen. Zum Geburtstag habe ich von ihr einen Dino-Kuchen gebacken bekommen. Mit Dinos. Ich muss mir ab und zu aber auch Sprüche anhören, wie zum Beispiel, also in deinem Kinderzimmer sauge ich nicht. Das sind auch Sprüche, die ich mir anhören muss. Ja. Aber das hier als Kinderzimmer zu bezeichnen, ist ja Quatsch. Das. Ja, scheiß drauf. Aber auf jeden Fall, sie ist da mit drin. Du hast Kinder. Nein, nein, sie meint das hier. Nee, nee, sie meint, das ist der Raum, in dem ich gerade streame. Meint sie mit Kinderzimmer. Ja. Auf dem Gaming-Kanal nur Dino Games oder alles, was dir gefällt? Ey, das ist eine saugute Frage. Ich hätte auch Bock, da ein bisschen weiter auszuschweifen. Ich weiß es halt noch nicht, weil Dino Games und sowas werden auf jeden Fall auch da sehr viel drin vorkommen. Aber möglicherweise wird der Gaming-Kanal einfach auch mal ein bisschen abschweifen. Und vielleicht werde ich auch eines Tages mal sagen, da ich den Unknown Kaiju-Verse auch nochmal erweitere. Das heißt, dann ist nicht nur Jurassic und Godzilla mit drin, sondern vielleicht, dass wir noch irgendwas Drittes mit dazu nehmen können. Aber aktuell, es gibt noch so viele Themen zu besprechen, gerade die ganzen Godzilla-Filme, dann die Theorien dazu, dann hinter den Kulissen, jetzt kommen dann noch die Jurassic World-Serie, die neue raus, plus noch ein Film nächstes Jahr und ein neues Spiel. Das wird dann schon ziemlich krass. Nee, dein Zimmer ist ein Fan- und Streaming-Zimmer, das sehe ich genauso, ja. Ich hätte auch voll Bock, mal irgend so Strategiespiele irgendwie zu streamen. Sowas wie Schlacht um Mittelerde oder sowas. Ich bin ja auch ein riesen Herr der Ringe-Fan. Da hinten, kann man das sehen? Das da ist ein riesiges Tabletop, Herr der Ringe-Spiel. Mal gucken. Hier wird erstmal jetzt ein bisschen aufgebaut werden und dann landen dann eben die Sachen, die wir jetzt hier auf Stream, nee, Quatsch, auf, was schwätze ich denn, auf Twitch zocken, streamen, die landen dann eben auf Unknown Kaijuverse Games heißt der Kanal. Ja. Im Logo steht zwar Gaming, aber der Titel heißt Games. Da habe ich nicht aufgepasst. Das muss ich noch anpassen. Ich fühle, dass meine Freundin ist teilweise überfordert damit, aber akzeptiert. Genau, ich glaube, wir werden akzeptiert. Das ist so das Ding. Das ist so, keine Ahnung, wir sind gestern essen gewesen, hier mit den Nachbarn und dann hat sie einfach, aber auch in so einer Lautstärke dann gesagt, Schatz, guck doch mal, ob die hier nicht auch einen Dino-Teller für dich haben. Es wird dann manchmal, ja. Aber ich komme damit super gut klar. Das ist ja nicht so, dass ich da irgendwie drunter leiden würde, groß. Ja. Ich habe auch von ihrer Schwester, habe ich einfach zu Weihnachten, habe ich hier meine, kann man die sehen? Wartet mal. Hier ist alles so unaufgeräumt. Moment, nicht erschrecken jetzt, der Schreibtisch sieht wirklich scheiße aus. Das Ding.
Diese Bernsteinlampe habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich komme damit super gut zurecht. Ja. Dino Nuggets bestes Leben, ja. Ey, ihr werdet lachen. Das ist halt einfach wahr. Jetzt kommt eine ganz wichtige Wahrheit, die ich auch nicht bereue. Die kann ich jetzt hier ganz offen in die Kamera sagen. Sie hat mir einfach aus Spaß einen, ich ziehe halt nachts immer gerne ein T-Shirt an, ne? So ein Schlafshirt einfach. Ich habe jetzt ein Dino-Schlafshirt mit Dino-Hose dazu. Ey, sie dachte, das wäre ein Witz, ich ziehe das Zeug einfach wirklich an. Der Tag wird kommen, wo mir das alles wirklich scheißegal ist und ich damit einfach einkaufen gehe. Das wird passieren. Die Lampe wollte ich auch. Die ist schon ganz cool eigentlich. Ja, die ist echt geil. Vor allem steht da Jurassic Park drauf. Das ist das Wichtigste. Welcher Dino ist drauf? Oh. Ich meine, der T-Rex wäre drauf. Aber so grün, also so, wie man sich die Saurier früher vorgestellt hat, ne? So aufrecht stehend und so. Aber es ist halt wirklich, ich hab halt sau wenig Charme. Das heißt, wenn man mir sowas schenkt, dann ziehe ich es auch einfach an. Und wenn sie eines Tages ankommt mit, was weiß ich, einem Pullover mit Dino-Kapuze, die ich drüber ziehen kann, ich werde das anziehen. Wenn wir irgendwo mal fein essen gehen, das Ding wird angezogen. Und ich brülle den Kellner an wie ein T-Rex. Da muss man halt dann damit rechnen. Hatte früher noch Dino-Sticker an den Wänden. Das hatte ich auch, glaube ich. An den Wänden nicht, nee. An den Fenstern. Ich habe immer alle Fenster zugebappt. Das habe ich gemacht. Deswegen auch ohne Scheiß, ich habe ja mal eine Wette verloren, was den Spinosaurus in Jurassic World Dominion anging. Ich würde sofort nach Berlin fahren und mich in den Stream setzen mit einem Dino-Kostüm. Das meine ich todernst, das wäre mir auch scheißegal. Aber das liegt nicht an mir. Erstmal musste auch dann das Thema passen und ich werde von Eve nicht eingeladen. Also er sagt zwar immer, du kannst vorbeikommen, aber das müsste man auch mal ein bisschen planen, ne? Weil ich fahre nach Berlin von hier aus 6 oder 7 Stunden. Da wäre das schon geil, wenn man das ein bisschen vorausplanen kann. So Hotel oder sowas. Naja. Kann man dir Fanpost schicken? Oh, ey. Ich habe ein Postfach. Das ist in meinem Impressum auch angegeben. Auf meiner Webseite. Nee, das ist sogar bei YouTube angegeben, meine ich, das Postfach. Ich habe, ja, das ist halt, es ist irgendwie unangenehm, Sachen zugeschickt zu bekommen, keine Ahnung. Das Ding da hinten, das Licht, das habe ich auch noch nicht angemacht, fällt mir gerade auf. Moment, mache ich gleich noch alles. Das hier mit dem Spinosaurus, wo Anon Kaiju was draufsteht, habe ich auch geschickt bekommen. Von jemandem aus der Community. Und dann noch ein Bild dazu, nämlich das Bild, das war für die Weihnachtsverlosung, glaube ich. Also du kannst das machen. Ja, will halt aber nicht, dass da Leute Geld ausgeben und mir da irgendwas zuschicken. Irgendwie, keine Ahnung. Aktuell ist eh alles so teuer. Dann supporte mich einfach, indem du die Videos guckst. Zahlst du da nichts, kostet dich kein Geld und ja. Okay. So viel dazu. Wir werden morgen nochmal streamen, morgen aber ein bisschen früher und mit ein bisschen früher meine ich sehr viel früher. Morgen werden wir uns nämlich dann mal die neuen TV-Spots zu Godzilla Kong angucken. Und das Game jetzt hier werden wir immer abends streamen. Es wurde auch gefragt, ich habe einfach den Namen nicht hingeschrieben in meinen Post. Das Spiel nennt sich Fossil Fuel 2. Nicht erschrecken heißt Teil 2, hat aber mit Teil 1 relativ wenig zu tun, weil Teil 1 damals wohl nicht so gut gewesen ist. Und Teil 2 jetzt aber ganz gute Bewertungen bekommen hat tatsächlich. Deswegen knüpft das Ganze nicht unbedingt an den ersten Teil an, warum ich nicht verstehe, warum man das unbedingt Fossil Fuel Teil 2 hätte nennen müssen. Hat eine Spielzeit, wenn du das komplett durchrushst, von 2 Stunden. Länger geht die ganze Chose nicht. Das werden wir auf gar keinen Fall schaffen in 2 Stunden, weil ich mich immer dumm anstelle. Es kommen Rätsel drin vor. Ihr wisst, was das heißt, wenn Rätsel auftauchen, das wird sich ewig in die Länge ziehen. Ich schätze mal, ich werde diese 2 Stunden locker auf 6 bis 8 Stunden strecken. So, meine Prognose. Guten Abend an alle. Bester Stream ever.
Weiter so Top-Programm. Vielen, vielen Dank für dein Lob und das geht auf jeden Fall so weiter, ja. Es sei denn, ich werde gesperrt wegen Warner Brothers. Aber das ist auch bald vorbei. Im März, läuft ab die Ermahnung. Da bin ich dann wieder komplett frei. Findest du, falls wir einen neuen Rexy kriegen, ob es ein Ceratosaurus oder Allosaurus sein soll? Ja, ich würde schon gern einen neuen Saurier im neuen Film sehen. Also Rexy haben sie jetzt ja wirklich von 6 Filmen in, ja gut, im Teil 2 war es jetzt kein Rexy, aber der T-Rex an sich war in 6 Filmen, von 6 Filmen in 5 Stück wirklich der Hauptdinosaurier gewesen. Das bräuchte ich jetzt nicht auch unbedingt. Hast du das neue Superman-Logo gesehen? Nee, noch gar nicht, noch gar nicht. Ich bin so gespannt, was James Gunn aus der Nummer macht. Aber irgendwie habe ich da nicht so viel Hoffnung, weil der Typ ist mir schon an sich von seiner Art her sausympathisch, aber der ist mir zu klamauk schon. Ob der das hinkriegt, ich weiß es nicht. Also zumindest für mich. Ich wollte es eben gerade erklären. Was kann man im Glücksrad bekommen? Gute Frage, Baran. Schön, dass du aufpasst. Es gibt hier unten unter den Kanalpunkten gibt es eine neue Rubrik. Die nennt sich Rambock. Das kennt ihr eigentlich schon. Ne, den Rambock kennt ihr eigentlich schon. Der ist, das ist doch der Rambock, ne, was du meinst. Ja. Der ist ursprünglich dafür da gewesen, um den Glückskeksspruch des Tages zu bekommen. Das habe ich jetzt allerdings geändert, weil ich mich mal ein bisschen in Steam Lab reingefuchst habe. Und zwar könnt ihr ab jetzt über das Kaufen dieses Rambock-Kanalpunkte-Dingens passiert dann Folgendes. Ich werde es ganz kurz mal demonstrieren. Sekunde. Das da. Ihr seht, dann bekommt ihr hier so ein Glücksrad angezeigt. Habt ihr einmal reingeschrieben oder habe ich einmal reingeschrieben, Minus One, dabei geht es um die 4K Blu-ray, sobald der Film erschienen ist, oder eben ein Jurassic Park Hörspiel. Das sind die beiden Gewinne, die du mit diesem Glücksrad eben gewinnen kannst. Ja, wenn das Ganze Überhand annimmt und jetzt permanent nur Minus One DVDs in 4K gewinnt, die Dinger kosten, glaube ich, 20 €, dann wird das erstmal wieder deaktiviert, aber ich fand das einfach eine ganz nette Sache. Und wenn das dann eben gekauft wird, dann passiert Folgendes. Das Ganze wird aktiviert und ihr könnt eben gucken, ob ihr eine Net-Re gezogen habt, wie in dem Fall jetzt, oder ob ihr einen Gewinn abgestaubt habt. Entweder ein Jurassic-Hörspiel nach eurer Wahl oder eben die Minus One Blu-ray. Und das Ganze wird dann natürlich immer wieder auch aktualisiert, wenn jetzt hier. Wenn jetzt hier dann das. Das Jurassic World. Jetzt bin ich raus aus dem Thema. Vielen, vielen Dank für dein Stufe 1-Abo. Ich habe es jetzt eben gerade erst gelesen. Ich habe jetzt ja sogar Alerts drin seit neuestem. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Wenn das neue Jurassic Park-Spiel rauskommt, Jurassic Park Survival, wird das auch einen Platz hier in diesem Glücksrad finden, zum Beispiel. Da wird das dann auch einmal verlost. Dann kann dann einer von euch auch das Jurassic World. Nein, Jurassic Park-Spiel. Gewinnen. Das ist der Grund dahinter. Ne? Muss man halt nur überlegen, ob das Ganze dann wirklich, wie viel kostet es, 3.500 Kanalpunkte wert ist, weil du eben auch ein Net-Re ziehen kannst, wenn du Pech hast. Das heißt, wenn du hier immer fleißig zuguckst, das war, ja guck mal, ich bin eigentlich relativ clever, wenn du hier immer wieder fleißig mit zuguckst, dann bekommst du so viele Kanalpunkte zusammen, dass du das Glücksrad immer wieder drehen kannst. Ich nenne es Zuschauerbindung, um es nett auszudrücken. Okay, kommen wir jetzt mal langsam in die Pötten. Ich habe eben gerade gesehen, dass dieser Bit-Alert, der ist halt ein bisschen zu groß. Ich werde den mal irgendwie in die Ecke verfrachten. So, damit das nicht über das ganze
über das ganze Spielfeld kommt. Ich meine, ey, im Endeffekt muss man dazu auch sagen, der ganze Twitch-Kanal jetzt hier ist halt ein bisschen mehr angepasst, dass dann da jetzt auch ein paar Sachen aufploppen, wenn ihr irgendwas macht, wie ein Abo oder wie jetzt eben gerade hier das Prime-Abo oder wenn ihr jetzt das Glücksrad machen wollt oder so ein Kram. Das wird dann natürlich dann später auf YouTube auch mit dabei sein, aber das ist egal. Es geht hierbei um Twitch, deswegen habe ich jetzt alles auch so eingestellt, dass sich jetzt auch mal mein Twitch-Kanal so langsam anfühlt, wie ein Twitch-Kanal das machen sollte. Mit ganz viel Bling-Bling und Piep-Piep. Von allen Seiten. Okay. Ich weiß nicht, was mit mir falsch ist, aber ich habe ein neues Jurassic Ranking. Okay. Das Schlimmste gefasst. Mittlerweile ist Jurassic Park 2 auf dem letzten Platz. Jurassic World 2 auf Platz 5, Jurassic Park 3 ist auf Platz 4. Hier Jurassic World Dominion auf 3. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Das ist doch eine Trotz, das ist doch ein Trotz-Ranking. Erzähl mir doch nichts. Oh, guck mal, es funktioniert wirklich. Einen neuen Follower. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Ich mach's trotzdem noch mal ein bisschen kleiner. Ich bin es überhaupt nicht gewöhnt, dass hier jetzt Sachen aufflackern, wenn die irgendwas macht. Ich lese schon wieder die YouTube-Kommentare dann. Das ist alles so anstrengend. Das waren Punkte verschwendet eben gerade, weil ich habe nicht über Jurassic World Dominion hergezogen. Und ich muss die Animationen kurz über die Cam ziehen, sonst sieht es nämlich keiner. Ist noch alles ausbaufähig. Jetzt müsste aber klappen. Du bekommst dein AAA noch. Sekunde. Da. Da mag jemand doch die Heuschrecken, ja. Ey, warum nicht? Komm. Jurassic World Dominion, das mögen ja eigentlich einige. Ich hatte sogar ganz kurz vorgehabt, einfach noch ein Emoji einzubringen, dass die Heuschrecken hier durch, so durchs Bild durchfliegen. Da gab es auch was, aber das hätte halt total genervt dann gerade beim Zocken. Das kann eh passieren, dass ich dann, wenn es mal Überhand annimmt, einfach mal die ganzen Alerts ausschalten muss. Aber das sehen wir eben dann.